Es ist ungefähr ein Jahr her, dass der Hoffmann-Flügel in die Werkstatt gebracht wurde. Inzwischen sind die Restaurierungsarbeiten zum größten Teil erledigt. Dit ist der Moderator, das ist ein Latje. Hier wird am Moderator gearbeitet. Der Moderator ist eine kleine Latte mit aufgeleimtem Stoff. Wenn man an diesem Hebel zieht, werden die Stoffzungen des Moderators zwischen die Saiten und die Hammerköpfe gezogen. Dadurch wird der Ton milder. Dies ist der Originalstoff, verschlissen und teils von Motten aufgefressen. Um den W-förmigen Ausschnitt zu machen, wurde mit zwei Skalpellen ein spezielles Werkzeug gemacht. Der Moderator wird abgenommen und das Papier mit den Abständen für die Zungen wird entfernt. Hier kann man gut die eingeschnittenen Zungen sehen. Diese Dekoration an der Seite der Tasten wurde in Einzelteilen gefunden. Auf den Fotos im Computer kann man noch sehen, in was für einem schlechten Zustand sie gefunden wurden. Dies ist die verfärbte Seide, die sich ursprünglich dahinter befand, mit einem Untergrund aus Papier. Und dies ist die neue Seide mit Papieruntergrund. Die losen Holzteile wurden auf Pergament geklebt, sodass sie Festigkeit haben und als Ganzes auf die Seide geklebt werden können. Die losse Onderdelen anders keine Stevigkeit haben. Das überflüssige Pergament wird sorgfältig weggeschnitten. Auf diesem Deckel wurden die Lackschichten bereits entfernt. Das Holz ist kahl. Danach wird das Holz geölt und bekommt eine Lackierung. Die Sprünge im großen Deckel wurden irgendwann schlecht aneinander geklebt. Wenn der Riss sauber ist, werden die zwei Teile wieder aneinander geleimt. Ja, dann sehe ich es auch. Dieser Holzstreifen wurde irgendwann von einem Handwerker auf den Riss geklebt. Aber später ist es auch wieder gesprungen. Und der Riss wurde wieder verklebt. Leider wurde hier irgendwann Material weggeschliffen, um die ungleich liegenden Hälften des Sprunges zusammenzubringen. Der Riss wird geschlossen, sodass der Holzstreifen, der nicht original ist, nicht mehr notwendig ist. Um den Leim gut entfernen zu können und die krummen Teile zu begradigen, beschließt das Team, den großen Deckel komplett auseinanderzunehmen. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, dat kun je niet.